Freddy Bobic, schön, dass du da bist. Wir sind jetzt am Anfang des WM-Jahres. Was hast du dir denn gedacht, als Jürgen Klinsmann, also die USA, zu uns gelost wurde? Ich fand's cool. Also ich habe sofort gesagt, ja, das ist ja klar, das passt. Ne? Ja, Yogi gegen Klinsi, ja, also etwas, was sehr schön ist. Ich glaube, eine sehr schöne Gruppe insgesamt. Aber vor allem, dass es dann dieses Abschlussspiel Deutschland gegen USA ist, hat einen besonderen Flair und Charakter. Du hast ja den letzten Titel mit Jürgen geholt damals. Wird immer gesagt, ja, es wird wieder Zeit. Klappt es denn diesmal wirklich oder bist du da skeptisch? Aber wir sind auf jeden Fall einer der Favoriten, das werden wir immer sein. Und gerade auch mit der Mannschaft, das ist klar. Nur bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich ganz für den Titel reicht. Hat weniger mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun, sondern einfach auch mit der Klasse der Südamerikaner. Und vor allem die Brasilianer werden alles dran setzen im eigenen Land, diesen Titel zu gewinnen. Und wenn man den Confed Cup so ein bisschen sich noch vor Augen führt, da haben die schon mit einer brutalen Gewalt, wäre jetzt zu blöd, aber so Durchschlagskraft gespielt und wollten unbedingt die Siege haben. Und das hat man gespürt mit der Unterstützung der Zuschauer, dass es ganz, ganz schwer sein wird, diese brasilianische Mannschaft zu bezwingen. Wir haben einen Vorteil, wir sind in der richtigen Hälfte. Also es werden unheimlich viele Favoriten bereits bis zum Finale auf der anderen Hälfte, wo auch die Brasilianer sind, rausfliegen. Deswegen hoffe ich dann auf ein Endspiel Brasilien gegen Deutschland. Jogi Löw hat jetzt gesagt, ihm sind noch einige interessante Jugendspieler aufgefallen, die er vielleicht mitnehmen will. Meint er damit Timo Werner? Soll er mitkommen? Das wird der Jogi dann entscheiden. Er wird ja sehen, ob er noch einen Platz oder ein oder zwei Plätze für auch Perspektivspieler in seinem Kader hat, was oft Sinn macht, ja, die auch mal mitzunehmen, wenn du sie schon im Gedanken hast über die WM hinaus. Dann könnte es Sinn machen. Trotz allem, glaube ich, soll er sich einfach noch die Leistungen anschauen, die der Timo in der Rückrunde abliefert und dann sich dann davon ein Bild machen. Er hat auf jeden Fall die Qualität dazu und früher oder später werden wir ihn, wenn sein Weg so kontinuierlich weiterverläuft, auch in der Nationalmannschaft sehen.